Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via PayPal mit 1 Euro im Monat über patreon.com/masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Ich glaube, ich lasse meine Freundin operativ zum Mann upgraden. Ich spiele heute wieder dieses Spiel, bei dem man so tut, als wäre man ein Glas und kippt dann Bier rein. Wenn die SPD so weitermacht, dann steckt sie noch ab in den zweiten Bundestag. Boah, es wäre so schön, wenn das es geben würde. Heute ist es endlich soweit. Ich sag meinen Freunden, dass sie schwul sind. You are a real German when you have an Allwetterjacke, because man weiß ja nie. Wie viele Tanzlehrer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? 5678. Es heißt eigentlich 5, 6, 7, 8, aber ist auch okay. Liebe ist wie eine vollgeschissene Hose. Jeder kann es sehen, doch nur du kannst die Wärme spüren. Katzen werfen lediglich Sachen runter, um Dinge zu erforschen. Sie sind Wissenschaftler und keine Arschlöcher. Die Fliegen in der Wohnung haben mich mittlerweile wegen der minimalen Anzahl meiner Bewegungen als Möbelstück akzeptiert. Wer die Haut des Schokopuddings nicht mag, hat Pudding weder verstanden noch je geliebt. Dass ich mir keine Sprichwörter merken kann, stimmt schon, aber deswegen musst du mir nicht extra Salz in die Windeln streuen. Lässt mich diese goldene McDonald's-Kundenkarte fett aussehen? Es gibt keine Eichhörnchen, das sind Kalibrierhörnchen, denn Eichen darf nur das Eichamt. Als der Arzt sagte, dass ich Fettes nicht vertrage, hatte ich vielleicht nicht zu meiner Freundin rüberschauen sollen. In unserer Bäckerei probieren sie gerade neue Brotsorten aus. Der erste Prototyp war schon nicht schlecht. Obst ist für mich bloß unreifer Schnaps. Junior hat unseren neuen Hund Hai getauft. Damit werden wir am Strand sicher viel Spaß haben. Zwischen mir und meiner Traumfrau steht nur noch die einstweilige Verfügung. Ich werde nicht dicker. Das Universum dehnt sich ja immer noch aus. Hättest ruhig mal abkratzen können. Meine Frau meinte zwar den Joghurtdeckel. Ein bisschen Angst hatte ich aber trotzdem schon. Meine Oma sollte sich bei einer Kunstakademie bewerben. So gut wie sie kann einfach keiner den Teufel an die Wand malen. Unser Netflix hieß damals noch Emule. Das sind keine Speckröllchen. Das ist externer Speicherplatz für mehr Bauchgefühl. Hinsetzen widerspricht allem, wofür ich stehe. Egal wie alt man ist, wenn man sich eine Decke über den Kopf zieht, dann wird man unsichtbar und hat keine Verpflichtung mehr. Frauen sagen immer, die Größe spielt keine Rolle. Komisch, dass sie sich immer Dildos holen, die wie Zaunpfosten aussehen. Like und abonniere YouTuber. Like und abonniere YouTuber.